Ja, ich bin im Kinderheim aufgewachsen durch Schlägereien, weil ich schwer erziehbar war. Ich habe meinem Bruder mit 4 Jahren den Rücken aufgebissen, bin durch das Kinderheim in rechte Zähne gekommen von den Rechtsradikalen, also von den Hools. Bin selbst aus der Borussia Dortmund Ultraszene von den Hools, also das heißt SRB, All Cops are Bastards, alle Bullen sind Bastarde, also das heißt, wir kommen mit Bullen nicht klar. Ja, ich habe aus der rechten Zähne, wie man sieht, falls man sieht, meine Glatze auch, ne? Bis heute noch rechten Kontakt mit der rechten Zähne und durch Kinder Schlägerei mit Erzieher. Ich bin mit Baseballschläger auf Erzieher gegangen, mit kochendem Tee. Ja, dadurch bin ich in betreutes Wohnen in Bad Pockau, in so einem schwer erziehbaren Erwachsenenheim, kannst du sagen, reingekommen. Dabei wurde das so aggressiv, dass die Bullen mit über 10 Bullenwagen reinkommen mussten. Das wäre richtig, ne? Und die Bullen wissen bei uns auch, ein Anruf und die kommen nicht alleine. Mein Spitzname ist Pitbull, dadurch wissen die Bullen auch, ich bin 5-mal wegen illegalem Waffenbesitz vorbestraft, Schusswaffen, Messerattacken, Schlagringe, Gewalt auf Polizei, Randale auf Polizei mit Brandanschlägen, rechte Parolen gegen Polizisten, auf Randale auf Polizisten, wo es richtig eskaliert mit Wasserwerfer. Also dadurch möchte ich von der Straße weg, um von der rechten Zähne rauszukommen. Drogen raus, Alkohol, alles weg. Deswegen macht so einen Scheiß niemals. Ich wollte niemals da reinkommen. Ich wollte mit 6 SEK-Beamter werden. Man sieht, ich selber sehe mich als Arschloch an, weil ich immer gesagt habe, ich will SEK-Beamter werden. Drogenabhängig, alkoholabhängig, gewaltabhängig, fußballrandalabhängig. Ne? Ich würde es nie, wenn ich jetzt heute neu geboren werde, ich würde es anders machen.